September 10th, 10:20 a.m. We discovered some disturbing photos in a chest of drawers. Could these be the folklorist's children mentioned in Koji's notes? The photo is quite old and shows some kids playing tag. In the corner of the photo, there's a faint image of a young girl in a white kimono. Her finger is pointed this way, and her eyes look as if she's making some silent accusation. Okay. Das war jetzt bloß gerade ein bisschen komisch gewesen, weil ich gedacht hätte, dass ich jetzt gerade eine Kinderstimme gehört habe, aber es ist... Wer weiß. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die weißen Kassetten schon alle abgespielt hatte. September 9th, 9:40 ich guck bloß noch mal kurz rein, vielleicht kommst du mir bekannt vor. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. Ah, warte. Nein. Dann zuerst die erste, also das kam mir jetzt nicht bekannt vor. September 9th, 5:40 p.m. The mansion was nowhere to be seen on the map. So we finally had to ask the locals how to find it. They told us that Himuro Mansion had been empty for several decades now. The same ones who told us where it was also warned us not to come here, which was quite disconcerting. Okay. Geht ja Gott sei Dank so lange. September 9th, 9:40 p.m. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. I've been through several rooms already. Unlike the exterior, the interior is still in quite good shape. A little earlier, I thought I saw a white, shadowy figure of a woman in the hallway near the entrance. I'll keep track of such sightings and publish them in a later account. Okay. Aber wir haben die ja Gott sei Dank noch nicht gesehen. Ich sag mal Gott sei Dank, weil ich weiß nicht, ob hier alle Geister... Also bisher waren, glaube ich, alle Geister bis auf unseren Bruder doch ein bisschen feindselig. Das ist ein bisschen schade. Mehrere Zettel liegen auf dem Regal, sehen aus wie Teile eines roten Notizbuchs. Teil des roten Notizbuchs. 20. August. Anscheinend hat ein Folkloreforscher namens Ryoso Manukata die verschiedenen Rituale studiert, die über Villa Himuro überliefert sind. Angeblich soll er ein Buch mit seinen Ereignissen hinterlassen haben, aber ich kann es nirgends finden. Vielleicht sollte ich Bibliotheken nach einem Exemplar durchsuchen. 30. August. Immer noch kein Glück mit dem Buch. Am besten lasse ich Koji Ogata aus der Redaktion danach suchen. Irgendwie glaube ich aber nicht, dass er es finden wird. Warte mal, Ogata? Hatten wir den nicht als Geist oder irgendwie auf einem Bild? Das kam mir doch, also der Name kommt mir sehr bekannt vor aus dem Spiel. Da liegt etwas in der Schublade. Filmtyp 14. Nur jo, gut. Wir haben ja die anderen Filmtypen noch. Ich mache es erstmal mit der einfachen Kamera, das geht ja, mit dem einfachen Film, das geht ja auch noch. Hier ist eine kleine Tür, aber sie ist zugenagelt. Ich kann sie nicht öffnen. Das ist sehr schade, junge Dame. Und ich glaube, mit dem Raum sind wir dann eigentlich auch soweit fertig, oder? Warte, wir haben ja noch die beiden Figuren hier, nur zur Sicherheit. Vielleicht wird irgendwas angezeigt. Und bei der Tür wird auch nichts angezeigt. Ich gucke erstmal bloß ein bisschen rum. Weil nicht, dass ich wieder irgendeinen Raum übersehe oder so, wo wir auf einmal rein können. Nö. Danke. Naja. Wie es bei alten Spielen so manchmal so ist, ist nicht so ganz perfekt. Aber ist auch nicht schlimm, muss ja auch nicht sein. So, wo wollte ich jetzt als nächstes hin? In dem Räumchen war ich. Ach, das Blau sind die Speicherpunkte, alles klar. Da war die kleine Tür, die zugenagelt war. Jetzt können wir... nein. Und diese Musik verstehe ich in dem Spiel einfach nicht, weil mir signalisiert es, dass hier die ganze Zeit irgendwer ist. Bin ich jetzt schon wieder dran vorbeigelaufen? Nee, das war die Tür hier, ne? Zum Glauben, genau.
Okay, ich glaube aber, ach so, wahrscheinlich muss ich die Geister also im richtigen Moment erwischen oder schnell genug erwischen, was mir bisher leider nicht so gut gelungen ist, damit die uns noch ein bisschen mehr Informationen geben über sich. Das kann sein. Mehrere Zettel liegen auf dem Boden, sieht aus wie ein Teil des Notizbuchs. Na, was haben wir denn hier? 27. August, je mehr ich über Villa Himuro herausfinde, desto unheimlicher wird mir die Sache. Das ist ganz bestimmt das ideale Thema für Herrn Takamin. Neues Buch, aber um ganz ehrlich zu sein, gefällt mir dieser Auftrag absolut nicht. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Zu Recht. Ich will um keinen Preis in diese Villa, aber das ist ja meine Aufgabe, stimmt's? Ich muss wohl oder übel hinein und die Chance mit Herrn Takamine zu arbeiten will ich schließlich auch nicht wegen ein bisschen Ängstlichkeit vertun. Dieser sechste Sinn für das Übernatürliche hilft auch nicht gerade. Manchmal ist es wirklich nicht gut, zu viel zu wissen. Das stimmt allerdings. Ach. Das sind bestimmt bloß wieder Kräuter. Oder? Gibt hier nicht so etwas? Kräuter, natürlich. So, ich guck mal kurz in die Map. Wo waren die? Wir sollen hier eine Treppe geben. Hä? Bin ich doof? Wir sollten hier eine Treppe gewesen sein. Hier war der Spiegel. Komme ich hier wirklich runter? Oh mein Gott, hier komme ich wirklich runter. Dann gehen wir wieder hoch. Ich will erstmal diese eine... diese eine Tür hier untersuchen, ob ich da rein kann. Oh, Mädchen. Was? Die Türe klemmt. Ziehen... okay, gut. Dann wieder zurück. Mein Gott. Das war hier lang, ne? Ja. Aber ich will mal echt wissen, was die hier für Rituale gemacht haben. Oder ob wir da noch... Wir haben ja schon mal so eine Rückblende gesehen zu dem Herrn Takamine, wie auch immer ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der auch im Haus war. Vielleicht kriegen wir auch noch mal so eine Rückblende von den Ritualen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Warte mal, hier geht... Oh, Mädchen. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so groß sein soll, das Haus. Na fuck. Oh komm, 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 lad auf hier. Oh nein. Fuck, 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 wie, 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 wie. Oh, 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 oh. Shit. Nein, mach die scheiß Kamera weg. Geh weg hier. Und ich komm... Oh, fuck. Oh, fuck. Warte, 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 warte. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe... Ich hoffe, der latscht jetzt nicht weiter. Ich habe immer noch meine Kamera mit den... Was habe ich denn jetzt? Kaum. Gute. Ich hau mal die rein. Oh fuck. So, schnell umdrehen. Wo bist du? Oh fuck. War's das? Okay, der Film ist echt gut, aber den wechsle ich gleich mal. Oh, das liebe ich ja, das liebe ich auch so bei japanischen. Gut, ich habe mir da nur Found-Footage-Filme angeguckt, aber davon bin ich ja sowieso
Fan, warum auch immer, obwohl da 98% der Produktion scheiße sind. Aber da auch, wenn da Geister sowas vorkommen, absolut super gemacht, absolut gruselig. Finde ich persönlich echt Hammer. So, ich habe 7 Kräutermedizin, habe noch nicht einen benutzt. Das werde ich mir auch erstmal noch klemmen. Solange es noch einigermaßen so gut läuft. So, jetzt bin ich aber hier natürlich vor Angst wieder einfach weggelatscht. Was war das jetzt hier für eine Kamera an sich gerade? Ein kleiner Zettel steckt in der Ritze. Ich glaube, ich kann gerade ran. Alter Zeitungsartikel. In der Nacht zum 3. wurde der Polizei gemeldet, dass vier Kinder um 9 Uhr abends noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt waren. In den umliegenden Dörfern gibt es einen alten Aberglauben, dass Kinder von Geistern entführt werden. Einige Dorfbewohner vermuten in der Tat, dass dies den vier Kindern widerfahren sein könnte. Mit Sicherheit, wir haben es ja schon mitgekriegt am eigenen Leib. So, ich gehe nochmal, reicht das jetzt? Hier war die Treppe. Und ich weiß gar nicht, doch den kleinen Schlüssel habe ich, glaube ich, oben benutzt, oder? Ja, den Messingschlüssel, den ich hatte. Okay, hier war noch eine Tür. Natürlich kommen wir da rein. Aber wir hatten doch gerade... Warum drehst du dich um? Wir hatten doch gerade eben den ersten Geist. Es dürfte doch hier kein weiterer kommen, oder? Was haben wir denn hier? Warte mal. Sieht aus wie ein Schrein. Ah, da hinten hat es geblinkt. Ansonsten scheint der Raum noch keine Verwendung zu haben. Oder sehe ich das falsch? Kann natürlich auch sein, dass hier dann wieder ein Geist oder ein Zwischenboss kommt oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Teil des Roten Notizbuchs. 10. September, 20 Uhr. Ich habe ganz deutlich die Vision einer Frau vor dem Spiegel beim Eingang gesehen. Sie hatte langes Haar und trug einen weißen Kimono. An ihre Arme und Beine waren Seile gebunden, aber die sie beim Gehen hinter sich her schleifte. Ich glaube, Koji hatte auch von so etwas berichtet. Mit dieser Villa liegt etwas sehr im Argen. Ich habe jetzt leider nicht so drauf achten können, aber die Frau, die wir da gerade gesehen haben, kann das die gewesen sein mit den mit den Seilen an den Armen? Ein dunkelroter Fleck, als wäre hier Blut geflossen. Na, hier können wir doch bestimmt mit unserer Kamera durch, oder? Schade. Ich versuch's nochmal hier in der Mitte. Ah! Okay, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach du Gottes Willen! Ist das so in japanischen Häusern oder fühlt sich das bloß für mich ein bisschen creepy an? Was haben wir denn hier? Das Fenster ist von außen zugenagelt. Ich kann nicht hinausschauen. Hier haben wir auch nichts. Thema bloß wieder. Oder ist unter dem Fenster was? Da liegt etwas zu meinen Füßen. Warte mal, aber 14, das, was wir geladen haben? Ja. Okay, jetzt haben wir wieder 40. Also, wir finden noch genug Filme. Das finde ich erstmal gut. Also, scheine ich mich hier nicht zu doof anzustellen. Ach, das ist bloß der Schatten. Ich dachte, das Ding bewegt sich so. Guck mal, ist das die Bibliothek, von der sie gesprochen hat? Nee. Aber was ist denn das hier? Okay, hier haben wir auch nichts. Können wir hier durch? Okay, hier können wir auch durch. Irgendetwas reflektiert das Licht im Dunkeln. Heiliges Wasser? Wasser aus heiligen Bergquelle. Stellt Energie vollständig wieder her. Ah! Ah, okay.
Das ist gut zu wissen, das hebe ich mir bis zum Schluss auf jeden Fall auf. Habe ich hier noch eine Tür? Nee, bloß ein Fenster, wo ich wieder nicht drauf gucken kann. Halt, was aber hier? Ein altes Buch aus Reispapier liegt auf dem Boden. Es ist in schwarzer Tinte geschrieben. Das Geheimnis der Seiljungfrau. Gibt es das in dieser japanischen Mythologie, sage ich jetzt mal so, ein Geist, der wirklich so heißt? Auf den wenigen Dokumenten, die es zu dem Ritual gibt, wird immer wieder die Bezeichnung Seilschreinjungfrau verwendet. Ihre Arme, ihre Beine und ihr Hals werden mit 5 Seilen umschlungen. Es gibt jedoch keine Unterlagen darüber, welche Rolle sie bei dem Ritual spielt. Eine Theorie besagt, sie werde geopfert, doch ich kann nur schwer glauben, dass ein so grausames Ritual praktiziert wurde. Oh, doch. Mich wundert sowas nicht. Menschen können sehr, sehr kranke Vorstellungen haben und das auch ausleben. Wow, 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 wow. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Es war so klar, es war so klar. Warte, warte. Alter, was? Was bist du denn? Was zum Geier bist du denn? Alter, das war aber nicht die Seilfrau, aber Hilfe. Aber das mit dem Geschwurbel, das war echt fies. Da haben sie mich mal wieder gekriegt. Ah, ich liebe das Spiel jetzt schon. Es ist, obwohl ich das gerade mal, naja, Stunde 40 knapp spiele. Oh, herrlich. Hat hier was geblinkt? Warte, 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 warte. Hallo? Scheiße, war ich jetzt zu schnell? Ich war, glaube ich, zu schnell, ne? Okay, ich gehe mal hier hinten lang. Ich weiß, ich komme hier nicht rein, aber ich will bloß mal gucken, ob ich hier vielleicht einen Schlüssel für brauche. Auf den Tasten stehen Zeichen. Damit muss man die Tür öffnen können. Darunter ist etwas eingraviert, aber es... Was? Aber es wurde herausgemeißelt. Ich kann nur einen Teil lesen. Ich sehe mit Mühe die herausgemeißelten Wörter. Shinto-Ritual, Würgeritual und am Tag des... Mehr kann ich nicht erkennen. Okay. Ich schätze mal nicht, dass das Shinto-Ritual das Würgeritual wäre. Das... Aber vielleicht kann das sein, dass wir jetzt erstmal die drei Geister irgendwie fangen müssen, die dazugehören. Also, weil bei dem Akt oder Kapitel, wie das ja hier, glaube ich, hieß, weiß ich jetzt gar nicht mehr gerade so genau, sind wir ja gerade im Würgeritual. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir dann erst von den verschiedenen Ritualen die Geister fangen müssen, bevor wir da reinkommen. Aber ist halt alles nur Theorie. Warte mal, warte mal. Ja, okay, ich werde das jetzt, wenn ich das schaffe, dann ist das echt bloß Glück, weil ich weiß hier nicht, was ich mache. Wird wahrscheinlich nicht springen, ne? Nichts geschieht, ich muss wohl die falschen Zahlen eingemeißelt haben. Okay, Bereich verlassen. Wir hatten doch was in den... bei den Dateien. Oh Gott, wo waren das gewesen? Na gut, das war das, was wir uns alles schon durchgelesen hatten. War das hier gewesen? Hier wurden doch... irgendwo wurden Schriftzeichen erwähnt. Oder war das bei den Forschungsnotizen? Ah, die ist hier, Ogata, da, ja. Für Chloroforscher. Ich muss noch mal gucken. Irgendwo... irgendwo wurden die Zahlen doch... ah, hier. Ah, dann bräuchte ich ja einen Code. Ich weiß nicht, ob das dieselben sind. Ich kann mir jetzt gerade mal auf die Schnelle bloß eins merken. Ich hab's da nicht so mit den Zeichen. Ich werde mal gucken, ob ich das hier wiederfinde. Eher nicht. Okay, ja, ja, okay. Machen wir später. Ich gehe erstmal auf jeden Fall weiter.
Und ich schätze mal, wir brauchen Code und mit diesen Zahlen, die wir da in der Notiz hatten, müssen wir den, sag ich mal, in die Zeichen umsetzen. Aber ich habe ja noch keinen Code erhalten. So, wo kommen wir hier lang? Wo? Wahrscheinlich nebenan, wo ich es gerade nicht durchgucken konnte.